Also es ist ja nicht so, dass ich mich hier drum reiße, wenn ich schon jeden Abend mich mit diesen Herren da oben rumschlagen muss, mich dann auch noch in meiner Freizeit mit ihnen zu beschäftigen. Und so nah war ich auch Herrn Nagosnik noch nie in meinem Leben, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal ein bisschen plaudern. Vielleicht stellen Sie sich erstmal Herrn Nagosnik dem geneigten Publikum noch mal vor. So da in die Kamera, Sie dürfen auch jemanden grüßen, wenn Sie wollen. Ich heiße Klaus-Otto Nagosnik, bin Jahrgang 55. Und seit 2 oder 3 Jahren Jäger bei Gefragt gejagt. Jahrgang 55? Schnapszahl. Guter Jahrgang. Okay, verstehe. So, Herr Nagosnik, seit ein paar Jahren Jäger bei Gefragt gejagt. Zu unserer, und das sage ich mit vollem Ernst, unserer großen Freude. Und es macht mir auch wirklich immer bei aller Koketterie Spaß, mit Ihnen zu spielen. Wie ist es damals dazu gekommen, dass Sie Jäger wurden? Haben Sie sie von der Straße gefischt in Münster oder sind Sie durch Quizerfolge auf Sie aufmerksam geworden? Wie hat sich das angebahnt damals? Ich bekam einen Anruf und wurde zu einem Casting eingeladen. Und ich nehme an, dass Erfolge bei anderen Quizwettbewerben, bei der Quiz-Weltmeisterschaft den Ausschlag gegeben haben, dass die Firma da auf meinen Namen aufmerksam geworden ist. Jetzt ist es so, dass ich mich das jeden Abend frage und wahrscheinlich die Zuschauer da draußen, wie man immer so schön sagt, auch. Erzählen Sie doch bitte einfach mal auf gut Deutsch gesagt, wie sind Sie eigentlich so schlau geworden, so schrecklich schlau? Ach, neugierig war ich schon immer. Das sind kleine Jungs eigentlich alle. Einige nehmen die Trommel unterm Weihnachtsbaum auseinander und ich habe dann lieber in dem geschenkten Lexikon, das ich mir gewünscht habe, geblättert. Und habe immer gerne Rätsel also gelöst. Und es gab damals nur noch nicht diese Schollenformate wie Gefragt, gejagt. Und deshalb bin ich jetzt hier. Und wie sieht aktuelles Training aus? Ich sehe Sie immer durch die Flure laufen, vor sich hin murmeln, denke mir, okay, ist ja ein bisschen ein sonderlicher Kerl vielleicht. Aber das ist ja, von nichts kommt nichts, sagt man ja. Wie bereiten Sie sich immer Zwischensendungen, zwischen den Jahren? Wie machen Sie das? Also ich quizze sehr viel, auch außerhalb der Sendung, in der Kneipenquizliga, bei uns daheim in Münster, im Deutschen Quizverein. Also ich spiele jeden Monat so 4, 5, 6, 7 richtig harte Quizze und stelle dann noch selber Fragen. Ich bin auch zum Teil Quizmaster und Fragenautor. Sie sind Quizmaster? Ja, im Kneipenquiz. Ach so. Fragenautor und ich stelle dann auch die Fragen. Und da recherchiert man dann und da bleibt dann eine ganze Menge hängen. Wie kriegen Sie es hin, wenn man mal ein bisschen was Intimes verraten darf? Ja? Wenn man Klaus-Otto Nagosnik fragt, wie spät es ist, dann erklärt er einem ja erstmal 20 Minuten lang die Geschichte der Uhr und des Zeigers. Wie kriegen Sie es denn dahin, oben sich immer so zu zügeln, dass Sie nicht noch mehr loswerden dürfen, weil ich Sie dann ja auch gerne unterbreche und manchmal bitte nur A, B oder C hören will? Ja genau, ich gucke in Ihr Gesicht und dann weiß ich, schön immer, ne? Dann weiß ich. Der Kerl ist schon wieder so genervt, halt mal lieber das Maul. Achso, das meinen Sie zu sich aber dann mit dem Maul halten, ja? Ja, ja. Weil es wirkt ja manchmal, als würden Sie lieber, dass ich das Maul halte. Sie dürfen offen reden jetzt, wir sind ach, hier ja. Quasi auf einer Therapiestunde auch. Ach ja, so im Großen oder Ganzen kann man Sie ertragen. Ja? Manchmal möchte ich auch sagen, halten Sie ja. Und so weiter. Ja, verstehe. Naja, gut. Apropos halten Sie, wie halten Sie es denn eigentlich, wenn Sie mal verlieren? Es kommt ja vor, ja? Sind Sie den Abend durch? Wollen Sie dann sofort wieder spielen, um es wettzumachen? Haben Sie sich damit abgefunden mittlerweile? Sind ja schon sehr ehrgeizig, das weiß ich ja. Prinzessin Lilifee hat das Rezept, ne? Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Ich habe kein Krönchen. Ich stehe dann also halt auf, versuche also den Fehler nochmal zu erklären. Bei mir selber im Kopf zu erklären. Ja, und dann kommt meistens schon die nächste Frage oder das nächste Quiz. Da gibt es nichts anderes. Weitermachen. Was ist für Sie das Besondere an Gefragt, gejagt, wo Sie doch eigentlich alle Formate kennen und auch überall schon reüssiert haben? Die Schnelligkeit und die Anzahl der Fragen. Und das macht das ganze Ding sehr unterhaltsam und sehr spannend. Und das gefällt mir. Wollen Sie jetzt noch einmal vielleicht in die Kamera ein Geständnis machen? Irgendwie, ja, ich mag das, wenn Alexander Bommes singt in der Sendung. Nö, ich mag es nicht, wenn er in der Sendung singt, aber wir versuchen ihn ja immer vor sich selbst und das Publikum vor ihm zu schützen und deshalb müssen wir mal dezente Hinweise geben, bisschen stumm. Ja, bisschen stumm. Letzte Frage, wer hat Ihnen eigentlich diese ausgewiesen schicken, sehr deutlich zu Ihnen passenden Kleidungsstücke ausgesucht? Die Dame heißt Ela. Ach. Mehr sag ich nicht. Mehr sag ich nicht. Wollen Sie noch sonst was Privates sagen? Die Leute möchten gerne vielleicht was wissen. Also ich weiß ja, er ist Junggeselle, Bibliothekar in Münster. Sind Sie
verknallt gerade? Sind Sie überzeugter Junggeselle? Wollen Sie keine oder keinen? Ich bin mit meiner Situation außerhalb ganz zufrieden und bin immer für Änderungen offen, auch wenn ich schon ein alter Knacker bin. Ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen herzlich. Das hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Runde, wenn Sie wieder verlieren. Wir werden uns sehen. Ja, und dann singe ich auch einen. Ne? Schönen Abend alle.